Und die Grundfrage, die sich für uns stellt, die Grundherausforderung nach meiner Sicht ist, als unsere europäische Antwort auf die neue Zeit ist, die Notwendigkeit, das europäische Projekt als ein so eindrucksvoll erfolgreiches Binnenprojekt mit dem Binnenmarkt als seinem Flaggschiff und dem Raum des Rechts, dem Binnenraum des Rechts, als herausragende Errungenschaft fortzuentwickeln zu einem Außenprojekt. Also die Europäer fortzuentwickeln zu Akteuren gegenüber der Welt, in ihrer Nachbarschaft und international. Zu glauben, es gäbe eine Zukunft des Westens, in dem die Europäer eine kommentierende Rolle gegenüber dem internationalen Tun der USA einnehmen und dies eine tragfähige Partnerschaft wäre, ist eine Illusion. Eine Zukunft des Westens gibt es nur mit aktiver Verantwortung der Europäer. Eine Rollenteilung, eine Arbeitsteilung. Ihr macht die Dinge. Wir überlegen im Einzelfall, ob wir mitmachen. Wir sagen euch aber immer, was wir davon halten, was ihr macht. Ist keine Basis für die Zukunft des Westens. Wir Europäer müssen mit der neuen Zeit und in der neuen Zeit erwachsen werden. Wir müssen die Frage nach unserer Verantwortung als außenpolitischer Verantwortungsträger nicht nur stellen, sondern positiv beantworten. Das ist unsere Beitragsnotwendigkeit. Eine letzte Bemerkung, nämlich zu der Frage, ist das denn realistisch und wie könnte das gehen? Angesichts des Umstandes, dass eigentlich, und wenn man darüber nachdenkt, ja gar nicht überraschend, die innere Situation und Zerrissenheit der Europäischen Union natürlich auch das Produkt der revolutionären Veränderungen in seiner Umgebung ist. Denn diese revolutionären Veränderungen sind ja nun nicht nur Außenveränderungen, sondern sie verändern unsere Gesellschaft. Die Verunsicherung in den westlichen Gesellschaften teilen wir alle. Die Phänomene sind dann je nach Geschichte und Tradition unterschiedlich. Mal heißen sie Brexit, mal heißen sie Trump, mal heißen sie Salvini oder AfD. Es sind tiefgreifende psychische Verunsicherungsentwicklungen und Zustände, Prozesse, die wir in unseren westlichen Gesellschaften haben. Und als ein Ergebnis ist die Europäische Union in der Stunde Europas, die eigentlich nun läuten müsste angesichts der Veränderung um uns herum, in der schlechtesten Verfassung seit ihrem Bestehen, seit den römischen Verträgen. Daraus folgt, erstens, die Lösung ist nicht der Nationalismus und der Nationalstaat, weil im globalen Maßstab, von dem ich rede, ist jeder und noch der größte europäische Nationalstaat ein machtloser Zwerg. Und übrigens, wenn wir anfingen, wieder in Nationalstaaten zu denken und seiner Logik, dann würde es unweigerlich zu neuen Konkurrenzen, Wettbewerben und vielleicht auch Unfriedlichkeiten in Europa kommen. Der Nationalismus wäre der größte Fehler, den wir aus der beschriebenen Situation machen könnten. Ist denn das, folgt daraus, dass die Europäische Union dieser Akteur wird? Also die Europäische Union, wie ich hoffe, der 28. Ich bestehe immer noch darauf, dass man Tragödien wie den Brexit abwenden muss und sich nicht mit ihnen abfinden darf. Aber es können auch 27 werden. Es liegt ja nicht an mir und an uns. Nein, dieses Europa der 27, 28 ist realistischerweise in absehbarer Zeit wegen der inneren Zerrissenheiten, vor allen Dingen in der Grundfrage, wer sind wir, liberale Demokratie und Rechtsstaaten oder illiberale Demokratie, für diese Aufgabe, außenpolitischer Akteur zu werden, nicht ausgerüstet, nicht in der Lage. Die Schlussfolgerung daraus kann nicht sein, sondern sie muss darin bestehen, dass diejenigen, die diese Einschätzung teilen, als eine Avantgarde anfangen, es zu tun. Sich zusammenzuschließen als eine Gruppe von Staaten, die beginnen, eine gemeinsame Außenpolitik zu betreiben,
in ausgewählten Gebieten, die dabei offen für alle sind, sich nicht abschließen, immer im europäischen Geiste vorgehen, aber vor allen Dingen vorangehen. Diese Gruppe müsste bestehen aus Frankreich, aus Deutschland, aus Großbritannien als Mitglied der EU oder Post-Brexit-Britain, weil diese Konstruktion wäre ja eine informelle, nicht innerhalb der EU-Institutionen, sondern außerhalb. Wir müssten alles dafür tun, dass Polen dabei ist, damit dies kein West-Projekt wird, das zu neuer Spaltung führt, sondern ein Ost-West-Projekt des Vorangehens. Und wenn es ein Gebiet gibt, auf dem man auch etwas mit dieser Regierung in Polen zusammentun könnte, dann ist es vielleicht, es ist nicht gesichert, die Außen- und Sicherheitspolitik vielleicht, denn es kann sein, dass die jetzige Regierung in Sicherheitsfragen mehr auf Washington setzt als auf europäische Kooperation. Aber das ist offen und unser Angebot müsste es sein. Wie ist das Angebot, ist an andere voranzugehen. Und dann müssten wir unsere Interessengebiete definieren. Sie müssten irgendwo an einer Stelle auch im Mittleren Osten sein, wo in Libyen die Truppen aufeinander marschieren, vielleicht der Kampf von Tripolis beginnt, die Flüchtlinge nach Europa kommen, aber wir allerhöchstens in der Weise engagiert sind, dass zwei europäische Staaten, zwei unterschiedliche Kriegsparteien nahestehen. Oder wenn Assad im Verein mit russischer Luftunterstützung Idlib angreift, einer Region von 3 Millionen Menschen, mit vielleicht 10, 20, ich weiß nicht wie viel tausend Terroristen, dann werden diese Menschen, weil die Kriegstaktik ja darin besteht, die Wohnplätze und Aufenthaltsorte normaler Menschen, Zivilisten zu attackieren, um sie zur Flucht zu zwingen, damit die Terroristen übrig bleiben, damit man gezielt dagegen sie kämpfen kann, dann werden diese Menschen fliehen, über die Türkei zu uns. Und ich glaube, wir werden, das klingt jetzt vielleicht so akademisch, aber wenn ich von einer Legitimationskrise der europäischen Staaten spreche und Demokratien, wenn wir erneut vor unsere Bürger treten und sagen, wir können es euch alles analysieren, aber wir haben nichts in der Hand und haben auch nichts getan, um präventiv einzuwirken, dann wird man das den etablierten Parteien und Institutionen nicht durchgehen lassen. Also meine Schlussbemerkung ist, die neue historische Situation, in der wir uns befinden, erzeugt eben auch einen europäischen Imperativ, nämlich den eigene Verantwortung, wertebasiert, prinzipienbasiert, europäisch eingebunden, transatlantisch kooperierend und im Bündnis verbleibend, aber zu eigener Verantwortung bereit zu sein.